Ladies and gentlemen, the moment is here. Since its debut in 2007, it has attracted hundreds of millions of fans worldwide. I'm talking about Assassin's Creed.
Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief. Das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten. Und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter. Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten.